Der Vater war noch jung, ich war noch jung, und der Vater hat aber schon erzählt, wegen den Nationalsozialisten, und wir dürfen nicht alles zuhören, was sie reden tut, aber das haben sie gesagt, es wird nicht was Gutes kommen. Na, da sind sie, die Macht haben die Nazis übernommen, haben gleich etliche Leute von der slowenischen Minderheit eingesperrt und auch Fahrer und solche haben auch gesehen, dass es nicht so sein wird, wie früher versprochen wurde. Früher war halt eine Zeit ohne Arbeit und ohne Brot. Und das hat ja den Nationalsozialisten sehr geholfen, dass sie nachher auf die Macht gekommen sind. Brot und Arbeit, das war alles. Und mancher hat sich nachher durch die Propaganda führen lassen und auch geglaubt, dass nachher wieder alles gut wird und dass die Leute leben werden und gut leben werden unter Adolf Hitler. Aber als die ersten Slowenen eingesperrt wurden, da haben wir schon gewusst, haben sie geredet, es kommt nicht was Gutes. Und so ist nachher das weitergegangen. Die Leute haben das Glauben an Adolf Hitler verloren und der Gegenstand hat sich gebildet gegen den Faschismus und Hitlerismus. Die ersten Deserteure aus der deutschen Wehrmacht waren schon 39er Jahre, die nach Jugoslawien geflüchtet sind. Und nach der Besetzung Jugoslawien wurden die unten eingesperrt oder waren sie unter illegalen Namen irgendwo untergetaucht. So auch mein Kollege, ein Potocnik Karl, der war in Bosnien unten in einem Hotel beschäftigt, unter einem Na anderen Namen. Und der wurde schon 20. Oktober 1939 unter 20.000 Ausgesuchten erschossen und vernichtet. Diejenigen, die nach der Besetzung Jugoslawien wieder zurückgekommen sind, wurden etliche eingesperrt, beziehungsweise waren der Kader der Befreiungsfront der Gärtner Slowenen. Einige haben sich sofort angeschlossen, der Partisanen, die anderen wieder später, aber der Anfang war getan und das lebte, der Widerstand lebte von Tag zu Tag stärker. Und heute, wenn man so das nimmt, wie die Leute, wie ich sagen sollte, couragiert waren, trotzdem, es handelte sich um Kopf und haben sie keine Angst gehabt. Und die armen Leute, beziehungsweise die kleinen Leute, waren ja diejenigen, die den Aufstand geholfen haben und auch ohne der Hilfe der ländlichen Bevölkerung wäre kein Widerstand möglich. Nur durch Hilfe der ländlichen Bevölkerung war es möglich, dass sich die Partisanen noch von Tag zu Tag mehr waren und Hoffnung, dass wir einmal wieder anderes werden.